Hallo zusammen. Ob es wohl schon Halloween-Deko gibt? Ja, tatsächlich. Ich habe was gefunden. Dann lass es mal durchgehen. Das Ding angeht. Gucken. Oh ja. Kann man schlecht sehen, aber ein bisschen Beleuchtung ist drin. Was kostet denn das? Mal gucken. 44,99. Naja. Mal sehen, was wir noch finden. Kürbisse. Der ganz dicke da unten kostet $35. Oder hier so ein Kerzenhalter. Auch nicht schlecht. Der kleine da oben kostet $25. Mal langsam weitergehen. Da hier so ein Schild für die Tür. It's always Halloween. War nicht übel. Das sieht ja auch ganz klasse aus, oder? Kostet $22. Was haben sie hier? Kürbisse. Verschiedene Farben. Oder hier so ein Hexenstiefel als Kerzenhalter. Ist auch nicht schlecht, oder? Ja, das hier. Finde ich auch ganz gut. Besen, noch mehr Kürbisse. Unten auch schwarze Kerzen. Oder hier das Buch. Auch nicht übel. Was haben wir auf der Seite hier? Scarecrow. Noch mehr Kürbisse. Haunted Farmhouse. Noch ein bisschen Dekoration. Na, guck mal hier. Was ist das denn? War nicht schlecht. Sparkling Pumpkins. Flaschen. Oben sind noch mehr Köpfe. Funktioniert die auch? Tatsächlich. Sieht ja auch klasse aus. Mal sehen, was haben wir noch. Hier sind noch mehr Schilder so für die Tür. Happy Halloween und Trick or Treat. Wie findet ihr den denn hier? Hier habe ich noch einen Gargoyle gefunden. Oder hier, Enter if you dare. Auch ganz cool, oder? Oder hier für $129,99. Geht er denn? Oh ja, er geht. Spooky. Mann, ich freue mich schon auf Halloween, ihr auch? Riesenteile. Und natürlich wieder ganz viele Pumpkins. Sämtliche Farben. Ich glaube, ich habe einen neuen Freund gefunden. Yeah, klasse. Finde ich gut. Kosten übrigens $35. Und weiter geht's. Guck mal, den hier finde ich klasse. Was kostet denn der? $5,99. Nicht übel. Wie gut. Noch Pumpkins. Also sehe ich morgens auch oft, wenn ich im Spiegel gucke. Hier sind Gnomen.
Fall hier so ein Candy Corn Halloween Baum. Auch nicht schlecht. Weihnachtskugeln dürfen natürlich auch nicht fehlen zu Halloween oder Halloween-Kugeln. Keine Ahnung, wie nennt man die denn dann? Auf jeden Fall kosten sie 8 Dollar. Hier haben sie auch noch Kugeln, die finde ich ja persönlich schöner, weil sie ein bisschen glitzern. Katze, ein bisschen Candy Corn zum Dekorieren. Oder hier praktisch zusammengefaltet, so ein Groundbreaking Skeleton, kostet 20 Dollar. Könnt ihr euch in die Wiese stecken. Das sind alles die gleichen. Was haben wir hier noch? Und noch mehr Pumpkins und diese kosten 40 Dollar. Gargoyles finde ich ja auch total klasse. Die kosten 30 Dollar. Hier habe ich so eine Fußmatte gefunden. Happy Halloween, die ist auch ganz klasse, oder? 30 Dollar kostet die. Das ist ziemlich groß. Vielleicht nehme ich die mit. Mal sehen. Aber hier sind noch mehr. Welcome Witches. 13 Dollar. Auch ganz hübsch. Oder die hier. Trick or Treat. Auch 13 Dollar. Oder die hier, Welcome to our Web, auch 13 Dollar. Hier habe ich noch ein bisschen gefunden. Es wird natürlich immer mehr Deko rausgestellt, aber es ist ja auch erst, was haben wir denn eigentlich heute, 9. Juli, glaube ich, ist es? 9. oder 10. Also dafür ist es gar nicht schlecht. Oder hier ein Kissen für 17,99. Na, sieh hier. Besen. Noch mehr Schilder. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo oder auch beides sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!